Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Nachdem ich vor geraumer Zeit bereits Lazarett etwas aufgeschlüsselt habe, Sie finden die Beiträge, die Lang- und die Kurzfassung auf diesem Kanal, möchte ich mich nun den drei Geheimnissen von Fatima etwas annähern, das auch anlässlich meines sich diesen Monat jährenden 27. Diakonenweihetags. Bitte hören Sie sich diesen Beitrag, wenn er auch etwas länger dauert, bis zu Ende an. Abonnieren Sie den Kanal, liken Sie ihn, betätigen Sie die Glocke. Einen speziellen Dank geht heute einmal auch an alle Zuseher außerhalb Europas. Ein herzliches Vergelt's Gott für Ihre Treue. Dann natürlich auch der Dank für über 1040 Abonnenten, für über 353.300 Aufrufe meines Kanals und für über 43.900 Wiedergabestunden. Das macht ununterbrochen 5 Jahre oder sage und schreibe 20 Arbeitsjahre. Das Geschehen in Fatima hat drei Geheimnisse und die wurden am 13. Juli 1917 gegeben. Aber was wird da eigentlich in den Botschaften von Fatima gesagt, die an Lucia de Santos, Jacinta Marto und Francisco Marto erging? Die Geheimnisse sind sehr kurz und die ersten beiden sind unumstritten. Das dritte Geheimnis wurde erst von Papst Johannes Paul II., dem heiligen Papst Johannes Paul II., veröffentlicht und viele denken, es sei nicht vollständig. Viele wollen auch da Dinge darin sehen, die aufgrund der Kürze dieser Geheimnisse vermutlich dann eben auch nicht drin sind, sondern Wunschdenken einiger Kreise. Es existiert eine sogenannte Diplomatenfassung. Ob die echt oder ein Fake ist, vermag ich nicht zu sagen. Sie ist jedenfalls auch schon seit 5 Jahren auf diesem Kanal zu finden. Hier werden die offiziellen Fassungen behandelt. Die Wortlaute finden Sie mit Kommentaren auch auf diesem Kanal von der offiziellen Webseite des Vatikans, nicht hier in diesem Vortrag, sondern gesondert im Bericht davor. 1927 hat Lucia in einer Botschaft des Himmels die Erlaubnis zur Offenbarung der ersten beiden Geheimnisse von 1917 erhalten. Diese Niederschrift musste sie aber auf Anweisung ihres Seelsorgers wieder verbrennen. Und das hatte fatale Auswirkungen. Wir werden das im Verlauf dieses Vortrages noch sehen. Bemerkenswert ist, dass Lucia sich strikt gehorsam an alle Anweisungen gehalten hat, der Seelsorger, der Bischöfe und auch am Ende des Papstes. Am 31. August 1941 schrieb Lucia nochmals die Geheimnisse auf und übergab den Text dem Bischof von Leiria. Beide, das erste und das zweite Geheimnis, wurden am 13. Mai 1942 veröffentlicht. Das dritte Geheimnis stammt auch vom 13. Juli 1917. Am 3. Januar 1944 wurde es aufgeschrieben. Am 4. April 1957 kam es in den Vatikan, in das Geheimarchiv, weil darauf gestanden hat, nicht vor 1960 öffnen.
Am 26. Juni 2000 wurde es dann vom heiligen Papst Johannes Paul II. Veröffentlicht. Kommen wir zum ersten Geheimnis. Diese Vision dauerte nur einen Augenblick, so schreibt Lucia. Unsere liebe Frau zeigte uns ein großes Feuermeer. Das ist der erste Teil des ersten Satzes. Darum ist das eins, das erste eins davor ist das erste Geheimnis. Dann der erste bemerkenswerte Teilsatz. Sie werden das im Verlauf des Vortrages feststellen. Sie sah also ein großes Feuermeer. Als Punkt 2, das in der Tiefe der Erde zu sein schien. Sie sagt also nicht, dass es in der Tiefe der Erde ist, sondern sie sagt, dass es in der Tiefe der Erde zu sein schien. Als drittes, eingetaucht in dieses Feuer sahen wir zuerst einmal die Teufel. Viertens, dann aber auch die Seelen. Fünftens, als seien es durchsichtige, schwarze oder braune, glühende Kohlen in menschlicher Gestalt. Sechstens, sie trieben im Feuer dahin, emporgeworfen von den Flammen, die aus ihnen selbst zusammen mit Rauchwolken hervorkamen. Ich erwähne jetzt die Nummer nicht immer einzeln, Sie sehen es auf der Folie. Sie fielen nach allen Richtungen wie Funken bei gewaltigen Bränden, ohne Schwere und Gleichgewicht, unter Schmerzensgeheul und Verzweiflungsschreie, die einen vor Entsetzen erbeben und erstarren ließen. Die Teufel waren gezeichnet durch eine schreckliche und grauenvolle Gestalt von scheußlichen, unbekannten Tieren. Aber auch sie waren durchsichtig und schwarz. Das war schon bereits die ganze Botschaft des ersten Geheimnisses. Und der Kommentar von Lucia war: Dank sei unserer himmlischen Mutter, die uns vorher versprochen hatte, uns in den Himmel zu führen, in der ersten von diesen drei Erscheinungen. Es waren ja insgesamt mehr als drei, aber bei der dritten Erscheinung waren Geheimnisse. Wäre das nicht so gewesen, dann glaube ich, wären wir vor Schreck und Entsetzen gestorben. Kommen wir zum zweiten Geheimnis. Wir erhoben den Blick zu unserer lieben Frau, die voll Güte und Traurigkeit sprach. Auch hier wieder die erste Zahl, 2 Punkte. Ist das zweite Geheimnis und dann 1 Punkt danach ist der erste Teilsatz, der erste, eigentlich die erste Prophezeiung, wenn man so will, oder Aufzählung. Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott in der Welt die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet werden und es wird Friede sein. Der Krieg wird ein Ende nehmen. Das ist der Erste Weltkrieg von 1917. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat von Pius dem XII. Ein anderer, schlimmerer beginnen. Zweite Weltkrieg von 1939 bis 1945. Jetzt haben wir aber ein Problem. Die Botschaft ist erst 1942 veröffentlicht worden. Das heißt, weil der Seelsorger von Lucia ihr befahl,
die erste Niederschrift zu verbrennen, war es nicht möglich, den Zweiten Weltkrieg abzuwehren. Sie dürfen jetzt keine Wut über diesen Seelsorger empfinden. Es wird später noch klar, dass auch das zum Plan Gottes zu hören scheint, zu gehören scheint. Wenn ihr eine Nacht von einem unbekannten Licht, Nordlicht, im Januar 1938 war bis nach Algerien sichtbar, erhellt seht, dann wisst, dass dies das große Zeichen ist, das Gott euch gibt, dass er die Welt für ihre Missetaten durch Krieg, Hungersnot, Verfolgungen im Plural der Kirche und des Heiligen Vaters bestrafen wird. Also die Verfolgung betrifft die Kirche, die Verfolgungen betreffen die Kirche, aber ganz besonders auch den Papst. Um das zu verhüten, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen des Monats zu verlangen. Ich habe hier gelb unterlegt, werde ich kommen. Das heißt, sie wird nochmals kommen, ganz speziell, um das einzufordern. Wir haben nämlich hier wieder ein Problem. Als das 1942 veröffentlichte Geheimnis bekannt war, gab es kein Russland mehr. Und es war für die Menschen unvorstellbar, warum man Russland weihen soll, das es nicht gibt. Es gab ja nun die Sowjetunion und die wurde gegründet am 30. Dezember 1922 und woran niemand dachte, bereits aufgelöst am 26. Dezember 1991 nach 69 Jahren. 1942 hat kein Mensch auf der Welt daran gedacht, dass die Sowjetunion keine 70 Jahre halten wird. Das ist einer der Mitgründe, warum die Weihe so nicht vonstatten ging. Und als sie dann vonstatten ging durch Johannes Paul II., war das dann immer noch der Grundtenor, dazu kommen wir aber später. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren, nicht die Sowjetunion, Russland. Und es wird Friede sein. Und jetzt sehen wir, dass das dann eben erst wohl nach dem Dritten Weltkrieg sein wird, dieser Friede. Da kommen wir auch noch drauf. Wenn nicht, wird es seine Irrlehren, Russland, über die Welt verbreiten. Den Weltkommunismus und das Weltkapital. Es wird Kriege, in Plural, und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören, Russland. Die Guten werden gemartert werden, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben, verschiedene Nationen werden vernichtet werden. Doch das wohl erst im Dritten Weltkrieg. Denn im Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es zwar große Verluste, schrecklichen Schaden an Leib, Seelen und Material, Gebäuden, aber es wurden eigentlich keine Nationen vernichtet. Aber die Mutter Gottes sagt, verschiedene Nationen werden vernichtet werden. Wir sind also immer noch beim bekannten zweiten Geheimnis. Am Ende aber wird mein unbeflecktes Herz triumphieren, also nach der Vernichtung der Nationen oder vieler verschiedener Nationen. Der Heilige Vater wird dann mir Russland weihen. Noch einmal zur Verdeutlichung. Das zweite Geheimnis wurde am 31. August 1941 niedergeschrieben, sprich war in Rom vorher gar nicht bekannt.
Die Sowjetunion wurde 1922 gegründet und 1991 aufgelöst. Die Weltweihe, weil es Russland nicht gab, und das war eine Verwirrung, war durch Johannes Paul II. Am 7. Juni, dem Hohen Pfingstfest 1981 in Rom und in Fatima am 13. Mai 1982. Und jetzt sehen wir, worauf das geführt hat, dass dieses Geheimnis, die erste Niederschrift, eben verbrannt werden musste. Das hatte schwerwiegende Folgen. Aber die Mutter Gottes sagt, der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich bekehren wird. Und der Welt wird eine Zeit des Friedens geschenkt werden. Und hier verweise ich jetzt auf Lazalet, die Prophezeiung 52 von 110. Sie können diese Beiträge auch auf dem Kanal anhören. Dann wird der Friede die Versöhnung Gottes mit den Menschen werden. Das korrespondiert also hier sehr schön mit der 52. Prophezeiung. Da haben wir noch sehr viel vorher, was auf uns zukommt. Kommen wir zum dritten Geheimnis. Nicht vor 1960 öffnen, hieß es da. Sie sehen übrigens hier im Bild den Brief von seiner Heiligkeit, dem heiligen Papst Johannes Paul II. An Schwester Lucia, in der er sie fragen ließ, ob diese Weltweihe, die er vorgenommen hat, vom Himmel angenommen wurde, was sie dann bestätigt hat. Die Weihe von der Welt, die Weihe von Russland, die wird noch kommen, wenn die Mutter Gottes wiederkommt und sie einfordert. Nach 1960 begannen mehrere Varianten dieses dritten Geheimnisses zu kursieren. Ob diese gefaked sind oder nicht, vermag ich nicht zu sagen. Die weit verbreitete sogenannte Diplomatenfassung finden Sie ebenfalls seit 5 Jahren auf diesem Kanal. Hier wird nun mit der offiziellen Fassung gearbeitet, da Lazalet die künftigen Ereignisse ohne dies weit detaillierter beschreibt als Fatima. Hört daher Lazalet hier an. Das Geheimnis stammt ebenfalls vom 13. Juli 1917 und am 3. Januar 1944 wurde es aufgeschrieben. Am 4. April 1957 kam es in den Vatikan. Man durfte es nicht vor 1960 öffnen. Das heißt, es wurde zuerst einmal begraben im Geheimarchiv. Und am 26. Juni 2000 wurde es dann veröffentlicht. Lucia beginnt: Ich schreibe aus Gehorsam gegenüber euch, meinem Gott, der es mir aufträgt, durch seine Exzellenz, den hochwürdigsten Herrn Bischof von Leiria, und durch eure und meine allerheiligste Mutter. Und dieser Satz, den sollten wir uns alle zu Herzen nehmen. Lucia hat stets in den Anweisungen ihres Seelsorgers und des Bischofs und des Papstes den Willen Gottes erkannt. Und sie hat daher irgendwelchen Theorien, dass da gepfuscht wird, keinen Vorschub geleistet. Das sollten wir einmal uns wieder zu Gemüte führen. Diesen unerschrockenen Gehorsam, das ist wahre Heiligkeit. Beginnen wir aber mit dem Text. Nach den zwei Teilen, die ich schon dargestellt habe, haben wir links von unserer lieben Frau, etwas oberhalb, einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert in der linken Hand hielt. Er sprühte Funken. Die Flammen gingen von ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden. Doch die Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in Berührung kamen, den unsere liebe Frau von ihrer rechten Hand
auf ihn ausströmte. Also das Schwert und die Hand Mariens, in Anführungszeichen, berühren sich oder nahezu. Sie sehen es hier auch auf dem Bild recht gut dargestellt. Den Engel, der mit der rechten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter Stimme rief: Buße, Buße, Buße. Und wir sahen in einem ungeheuren Licht, das ist Gott, etwas, das aussieht wie Personen in einem Spiegel, wenn sie davor vorübergehen. Einen in Weiß gekleideten Bischof. Wir hatten die Ahnung, also wenn sie von wir spricht, dann spricht sie von den drei Kindern, die die Erscheinung hatten. Wir hatten die Ahnung, dass es der Heilige Vater war. Welcher ist unklar? Einfach der Papst. Verschiedene andere Bischöfe, Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen einen steilen Berg hinaufsteigen. Die Kirche ist der Leib Christi. Und Christus wurde gekreuzigt auf Golgotha. Und was sie sieht, ist der Weg der Kirche zu ihrem Golgotha. Den Kreuzweg der Kirche, auf dessen Gipfel sich ein großes Kreuz befand, aus rohen Stämmen wie aus Korkeiche mit Rinde. Das heißt, sie hat nicht einen Stamm aus Korkeiche gesehen, sondern wie. Vermutlich hat sie das Holz nicht erkannt, aber die Korkeichen kannte sie und es sah ähnlich aus, war aber nicht Korkeiche. Bevor er dort ankam, sein Blick zurück, ging der Heilige Vater durch eine große Stadt, die halb zerstört war. Und halb zitternd mit wankendem Schritt, vor Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für die Seelen der Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete. Und jetzt vergleiche ich es wieder mit Lazaret, der 9. Prophezeiung von 110. In Italien werden Priester und Ordensleute verjagt und grausam ermordet. Das ist also eine Verfolgung, die uns noch erwartet, in Kürze oder in längerer Zeit. Das kann ich nicht sagen. Gott weiß es. Am Berg angekommen, kniete er zu Füßen des großen Kreuzes nieder. Da wurde er von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Auch hier wieder der Vergleich zu Lazaret, der 23. von 110 Prophezeiungen. Papst wird viel zu leiden haben. Und 31 von 110, mehr als einmal ein Attentat auf den Papst. Die Verweise auf Lazaret beziehen sich auf Ereignisse vor dem Dritten Weltkrieg. Denn der Dritte Weltkrieg beginnt in den Prophezeiungen von Lazaret erst bei der 39. Prophezeiung von 110. Und wir sind aktuell ungefähr bei der Nummer 6. Da ist noch viel dazwischen, vor allem Verfolgung der Kirche und des Papstes. Und ein Niedergang, eine Krise der Kirche. Nicht der Glaubensabfall. Bitte hören Sie sich Lazaret an. Genauso starben nach und nach die Bischöfe, Priester und Ordensleute. Dann drittes Geheimnis, 25. Teil. Um verschiedene weltlicher Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positionen, wurden damit umgebracht. Ich erinnere an Lazaret 24 von 110, die Kirche wird eine Zeit lang schwer verfolgt werden. Um 25 von 110, Zeit der Finsternisse in Plural. Die Kirche wird eine schreckliche Krise durchmachen. Dann unter den beiden Armen des Kreuzes waren zwei Engel. Sie sehen es auch hier auf dem Bild, zwar klein, aber Sie sehen es. Ein jeder hatte eine Gießkanne aus Kristall in der Hand.
Darin sammelten sie das Blut der Märtyrer auf und tränkten damit die Seelen, die sich Gott näherten. Also offensichtlich ist auch hier das Martyrium wieder der Same der Kirche, und aufgrund dieses Martyriums werden viele Menschen sich offenbar bekehren und sich wieder Gott annähern. Das war das dritte Geheimnis, das offizielle. Und die zwei ersten Geheimnisse, die waren ganz kurz, und das dritte war auch kurz. Und ich denke eben, dass es daher nicht ganz falsch ist und diese Geheimnisse wirklich ganz kurz und prägnant sind. Denn die Mutter Gottes war weder in Lazareth noch in Fatima eine Schwätzerin, sondern es waren kurze Botschaften. Aber hier kommt das Wichtigere. Fatima ist eben weniger eine Voraussage von Ereignissen, als vielmehr ein Aufzeigen, was geschieht, wenn der Mensch nicht nach dem Evangelium lebt und sich nicht bekehrt. Und Sie können jetzt streiten, so viel Sie wollen, ob es das richtige dritte Geheimnis ist oder das falsche, oder ob Sie gerne noch andere Dinge drin hören würden oder nicht. Es ist belanglos. Sobald Sie darüber streiten, gehen Sie sicherlich nicht auf den Weg des Evangeliums. Und da habe ich die Eingabe gehabt, ich kann es schon gar nicht mehr anders sagen, von Matthäus 13, 15, das Herz dieses Volkes ist hart geworden. Und mit ihren Ohren hören sie nur schwer und ihre Augen halten sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören. Damit sie mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen, damit sie sich nicht bekehren und ich sie nicht heile. Wir wüssten es seit Lazareth, seit 1846. Und vielleicht ist gerade deshalb der Priester, der Lucia befohlen hatte, das Manuskript zu verbrennen, durchaus der Vorsehung entsprechend gewesen, damit sich die Leute nicht bekehren, ob das ganze Bußwerk durchgehen müssen. Und die Streitereien, ob Sinn oder Unsinn, ob dies oder jenes noch drin sein könnte, zeigen nur unsere Herzenshärte, aber nicht unsere Umkehr. So wird der Mensch von Gott sich selbst überlassen, und je nachdem verdammt er sich eben auch selbst zur Hölle. Pater Pio hat einmal gesagt, niemand kommt in die Hölle, der es nicht will. Nur bin ich überzeugt, dass viele gar nicht wissen, dass sie es wollen. Darum wurde dies den Kindern gezeigt. Denn ihnen wurde die Strafe gezeigt, die Hölle wurde ihnen gezeigt, im ersten Geheimnis. Und im zweiten wurde es verstärkt. Und im dritten wurde es nochmal gezeigt, wie die Menschen durch die Hölle gehen müssen, weil sie es nicht gelernt haben in Lazareth. Und so hören Sie unbedingt die Gesamtfassung auch auf diesem Kanal mit den offiziellen Texten und Briefe und Schreiben aus dem Vatikan, und hören Sie auch die beiden Teile über Lazareth. Die Diplomatenfassung. Sie ist nicht anerkannt. Sie kursierte im Internet vor Jahren und ist heute dort eigentlich nicht mehr zu finden, nur noch gegen ein bezahltes Buch, das man sich kaufen kann. Sie bringt aber nichts wirklich substanziell Neues gegenüber dem oder anderes, was auf der offiziellen Webseite steht. Und all das, was Sie sonst noch finden im Internet von wegen einem Konzil oder sonst was, ist sehr zweifelhaft. Die Aussagen betreffen nämlich erst das Ende des Endes. So steht es auch in der Diplomatenfassung. Es wird von einer großen Züchtigung gesprochen, nicht heute.
zu 1917. Nicht morgen, nicht in der nächsten Zeit, aber vor dem Ende. Dies ist auch in Übereinstimmung mit Lazalet, mit Hildegard von Bingen, mit Alois Ihlmeier und anderen erst nach der langen Friedensphase, nach dem Dritten Weltkrieg, zur Zeit des Antichristen, vor dem sogenannten Millennium. Und alle, die glauben, dass wir jetzt, heute oder morgen dann gleich den Antichristen sehen werden, muss ich sagen, Hildegard von Bingen sagt etwas anderes, Lazalet sagt etwas anderes, Fatima sagt etwas anderes. Auch da ist der schlechte Wunsch Vater des Gedankens. Danken Sie Gott auf den Knien, dass wir die Zeit des Antichristen nicht erleben. Wir. Sie wird irgendwann kommen. Aber wir, danken Sie Gott dafür. Was wir erleben, wird schlimm genug sein. Seien Sie froh, dass Sie den Antichristen nicht erleben müssen. Der wird noch schlimmer sein. Was kann ich selber tun? Einige Grundgedanken. Fatima warnte vor dem Kommunismus, der Irrlehren Russlands. Fatima warnte nicht vor der freien Marktwirtschaft, zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Der Grund liegt im Gott des Kommunismus. Offiziell ist er ja atheistisch, aber das ist eine Lüge. Denn das Anti-Evangelium des Kommunismus hat den Titel Das Kapital. Und genau um das Kapital geht es. Es geht um den Mammon. Das klingt in sich widersprüchlich zuerst, ist aber durchaus logisch. Denn so heißt es auch schon in Matthäus 6,24: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Kapital, dem Mammon. Darum ist der Kommunismus der große Feind der Kirche, denn sie haben nicht denselben Gott. Ein Kommunist kann daher nie wirklich Christ sein, denn sein Gott wird immer der Teil des Anti-Evangeliums, das Kapital sein, der Mammon, und eben nicht Gott. Und wenn wir heute diese Philanthropen anschauen, diese noblen Leute, die Millionen spenden, aber nur dann spenden, wenn sie wieder etwas zurückgewinnen, dann haben wir genau dieses Kapital. Dann will die Linke genau wissen, was die Rechte tut. Und das Evangelium sagt etwas anderes. Wenn du Almosen gibst, soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Und hier sehen wir die riesige Diskrepanz zwischen Kommunismus und Christentum. Im Christentum soll die Linke nicht wissen, was die Rechte tut, wenn es um Almosen geht. Und im Kommunismus geht die Kontrolle über alles. Jeder Cent muss nachvollziehbar, zurückverfolgbar etc. sein. Das ist genau das Gegenteil. Was kann ich selber tun, die Situation richtig erkennen? Wir wollen mit Geld die Hilflosen kaufen, für ein paar Sandalen die Armen, sogar den Abfall des Getreides. Auch wir sind biblisch, das Getreide machen wir zu Geld. Amos 8,6. Die Ungeborenen, circa 1 Milliarde, werden gemordet. Bis jetzt 1 Milliarde ungefähr wurden abgetrieben. Und diese Leichen, ist fast tragisch, da Leichen sagen zu müssen, aber es ist so, fällt mir nichts Gescheiteres ein, werden dann der Industrie verkauft, um für Schönheitscremes und Impfungen noch verwendet werden zu können. Sie werden zu Geld gemacht. Eben salopp gesagt, das jetzt wirklich, klingt jetzt wirklich horrormäßig, seit der Abfall des Getreides. Das, was wir menschlich zum Abfall machen. Amos 8,6. Oder in der Offenbarung 11,18.
Die Völker gerieten in Zorn. Da kam dein Zorn und die Zeit, alle zu verderben, die die Erde verderben. An der Erde wird Raubbau getrieben und dafür entsteht ein neuer Kontinent, ein schwimmender im Meer aus Plastikmüll. Sie sehen ihn übrigens hier eingezeichnet in der Karte rechts. Und es ist wirklich tragisch, dass da entsteht aus Plastikmüll ein schwimmender Kontinent. So behandeln wir Gottes Schöpfung, die er uns anvertraut hat, zu hüten, zu bewahren, zu hegen und zu pflegen. Was kann ich selber tun, die Situation eben richtig erkennen? Auch durch die Pandemie oder vielleicht Plandemie werden Negativzinsen kommen. Bis zu 5% werden von Fachleuten angekündigt. Das gibt eine schleichende Enteignung. Das heißt, wenn Sie jedes Jahr 5% abliefern müssen der Bank, dass Sie auf der Bank Geld haben dürfen, schmilzt das Konto in wenigen Jahren auf Null. Seit Jahrzehnten haben wir Ölkriege, Regime-Changes in der halben Welt. Und dann geraten die Leute in Aufruhr, weil da ein paar Verirrte das Kapitol stürmen. Oder in Deutschland den Bundestag. Da muss ich sagen, wie viele Regierungspaläste, Parlamente, Präsidentengebäude wurden durch Initiierung des amerikanischen Geheimdienstes schon gestürmt. Das wird eine andere Folge geben, in der ich ganz kurz auf dieses Thema eingehen werde. Dann erleben wir eine Einsperrung der Gesellschaft. Und dadurch sind wir gezwungen, digital zu kommunizieren. Und das lässt sich natürlich weit besser überwachen als ein Stammtischgespräch in der Kneipe. Gleich um die Ecke. Und da sind wir dann eben wieder bei der Kontrolle eines jeden Cents. Bei der anti-evangelischen Gesellschaft des Kapitals. Anstelle von die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut im Christentum. Die Propagandalügen, um Krieg zu erzwingen, das ist auch die Situation, die wir zu erkennen haben. Zum Beispiel Irak. Wir sehen hier das Bild rechts über die Babylüge von 1992. Wo da eine tränenübergossene junge Frau erzählt hat, wie sie da in einem Spital gesehen hat, wie die Iraker da die Babys aus dem Brutkasten genommen hätten und zu Boden geschmissen haben, hat sich als Lüge herausgestellt, inszeniert. Und aufgrund dieser Lüge gab es den Irakkrieg. Und die meisten, eigentlich alle Kriege wurden auf Lügen aufgebaut. Dann haben wir den schleichenden Kommunismus in Europa, den USA und dem Rest der Welt. Und da sind wir wieder bei Lazaret 2,17. Also zweite Prophet. Russland wird seine Irrlehren über die Welt verbreiten. Das ist jetzt noch von Fatima. Das Anti-Evangelium von Marx hieß nicht der Sozialismus, sondern eben das Kapital. Götze Mammon. Aber auch Lazaret hat darauf Bezug genommen, bereits vorher genügend angekündigt. Hören Sie den Beitrag auch über Lazaret. Was kann ich selber tun? Ja, Wertevertreter wählen. Nicht andere verurteilen. Die machen ihren Job nicht. Nein, besser wählen. Wer in der Politik ist nicht für Abtreibung? Das muss die Frage sein. Wer fördert nicht die Volksversklavung hinter Masken? Wer will nicht die Wirtschaft durch endlose Lockdowns zerstören und durch die Kollateralschäden weit schlimmer machen als die Folgen einer Pandemie oder einer Plandemie? Wer vergleicht nicht das jetzige Geschehen mit der Pest? Wenn es so wäre, dann würden sich alle freiwillig verkriechen und sich in ihre Häuser einschließen vor Angst, wenn 70% sterben werden. Wer fördert nicht den Genderwahn und die Frühsexualisierung in der Schule? Fragen Sie sich das.
Prüfen Sie die Wahllisten. Und wenn die angestammten C-Parteien das alles nicht mehr erfüllen, dann sind sie nicht mehr wählbar. Aufgepasst, die Linken haben es auch nicht. Und wenn sie irgendwann das Gefühl haben, da gibt es ja niemanden, wenn ich nicht wählen kann, dann gehen sie nicht einfach nicht wählen, sondern da kommen wir gleich noch drauf. Christsein heißt nämlich nicht blöd, dumm und lethargisch sein, sondern aktiv das Böse zu verhindern, ohne die Bösen zu verurteilen. Denn die sind unsere Brüder und Schwestern, das vergessen wir immer. Wir schimpfen gegen eine Merkel, gegen ich weiß nicht wen, gegen Trump und sonst wen, gegen Putin und was es alles noch gibt. Wir schimpfen wie die Rohrspatzen und vergessen, das sind die falschen Adressaten. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Leider vielleicht von Satan verführt. Aber er ist der Feind, den es zu bekämpfen gilt. Und Martin Luther King hat gesagt, die Zeit ist immer reif, das Richtige zu tun. Was kann ich selber tun? Ja, friedlich demonstrieren. Demonstrieren ist kein Verbrechen für einen Christen, aber bitte friedlich. Es kann sogar heilige Pflicht sein, zu demonstrieren. Und da bringe ich gleich ein Beispiel dazu. Als seinerzeit die Regierung des Kantons Berns in der Schweiz entschied, ob Bern katholisch bleibt oder zum Protestantismus wechselt, demonstrierten vor der Ratsversammlung nur Protestanten. Weil die Katholiken, nein, protestieren, das geht nicht. Die gingen in die Kirche und haben fromm in der Kirche Rosenkranz gebetet. Ich habe nichts gegen das Rosenkranzgebet. Sie haben gebetet für eine gute Entscheidung der Regierung. Ja, die Regierung, die stand auf dem Balkon, hat rausgeschaut und hat gesehen, das sind lauter Leute, die den Protestantismus wollen. Da ist niemand, der katholisch bleiben will. Ja, wenn das Volk das so will, dann haben entschieden, werden wir protestantisch. Und dann kam der große Katzenjammer der Katholiken. Sie hätten besser vor der Demo einen Rosenkranz gebetet, wären zur Demo gegangen und hätten danach Gott wieder zum Dank einen Rosenkranz gebetet. Dann wäre Bern nämlich heute noch katholisch. Friedlich, aber demonstrieren kann Christenpflicht sein. Jetzt kommen wir. Was kann ich selber tun, wenn die ganzen Politiker da nicht mehr christliche Werte vertreten? Ja, wie wäre es, wenn man selber ein Amt übernehmen würde? Sich selber aufstellen lässt. Da muss man nicht zwingend gerade wieder eine 500. Partei gründen, sondern gewisse Dinge sind nicht in Parteien zu entscheiden. Nicht nur jammern, sondern wenn alles reißt, selber kandidieren und sich von Streitereien über Messform, Kommunionform, Papstfrage etc. sich gegenseitig zerfleischen, das bringt nichts in einer Partei. Das gehört nicht in einer Partei. Das können Sie darüber privat streiten, aber nicht in einer Partei in der Politik. Da lacht der Teufel. Das ist geistlicher Stolz und hat in der Politik nichts verloren. Denn mit allen Christen in der Politik für den Schutz des Lebens eintreten, ja, das hat was verloren. Für die Freiheit der Bürgerschaft und ihrer Schutz eintreten. Das hat was verloren in der Politik. Klug abwägen, was das Beste ist für das Land, um es zu schützen. Das hat etwas zu tun in der Politik. Aber wenn Sie sagen, ja, ich kann mit dem nicht in die gleichen Partei gehen, weil der hat ja in der Kommunionfrage eine andere Ansicht wie ich, dann haben Sie geistlichen Stolz. Dann verraten Sie Christus, weil Sie nicht Ihren Mann oder Ihre Frau stehen und sagen, die Welt hat weltliche Fragen und die geistlichen Fragen klären wir bitte an einem anderen Ort. Aber Abtreibung ist keine geistliche Frage, das ist eine Frage des Lebens und der Nachkommenschaft, das ist auch eine weltliche Frage. Ja, was kann ich selber tun? Ja, das Christentum auch aktiv verteidigen. Christsein heißt nicht, sich allen Mordgesellen als Opfer anzubiedern. Ja, wenn kein Ausweg mehr besteht, dann gehen wir ins Martyrium, wenn Gott uns die Kraft gibt.
Aber Christsein heißt durchaus auch, sich zu wehren, aber nicht mit Hass und in der Intention, den Gegner von der Nächstenliebe und Gottesliebe durch die eigenen guten Taten auszuschließen, sondern sie dadurch zu überzeugen. Und wenn wir das wissen wollen, dann lest bei Lukas 3,14, auch Soldaten fragten Johannes den Täufer, ja, um Gottes Willen, was sollen denn wir tun? Wir sind Soldaten. Wir töten im Normalfall, im Notfall, wenn es sein muss. Und was sagte er ihnen? Misshandelt niemanden, erpresst niemanden, seid nicht korrupt und begnügt euch mit eurem Sold. Nicht plündert die Leute aus, massakriert sie. Hat auch nicht gesagt, werft alles nieder, denn ein Staat braucht eine Ordnung und die Ordnung muss auch geschützt werden. Und die Tibäische Legion, die Märtyrerlegion mit dem heiligen Mauritius, dem Morris, dem heiligen Mohr, der eben ein Schwarzer gewesen sein soll, daher kommt ja der Mohr, der Mohrenkopf, der Morris, hat nichts mit Mohr zu tun, mit Schwarz, sondern mit dem heiligen Mauritius. Die haben ihr Leben gelassen als Christen und waren in der römischen Armee. Das Heilige muss verteidigt werden, doch nicht mit herzloser Brutalität. Jesus hat die Händler aus dem Tempel mit Stricken vertrieben, aber er hat sie nicht misshandelt. Und Gott wählt oft fremde Herrscher, um Israel zu züchtigen und seinen Zorn am Volk Israel zu vollziehen. Doch diese Herrscher, vor allem Babylon, haben es immer schamlos übertrieben. Und darum wurden sie auch wieder gezüchtigt. Und das ist eben auch das Christliche. Züchtigung mit Liebe, mit Maß. Nicht in Hass, Wut und Machtgelüsten. Alle gegen alle, das haben wir zu überwinden. Aber nicht in dem Sinn, dass wir kein Format haben. Den schmalen Grat wählen, den des neuen Weges. Und es ist nicht einfach, auf einem Grat zu gehen. Man fällt leicht links oder rechts herunter. Und zuerst einmal segnet die, die uns fluchen. Und beten wir für die, die uns hassen. Lukas 6, 28. Bleiben wir in der Mitte. Bleiben wir beim heiligen Franziskus und bei Christus. Auch Christus hat sich dem guten Disput mit seinen Gegnern nicht entzogen. Er ist ihnen ausgewichen, als es sinnvoll war. Aber er ist nicht als Hasenfuß dann davon gelaufen aus dem Ölgarten. Wenn die Stunde ruft, dann haben wir uns ihr zu stellen. Aber wenn es Zeit ist, uns für das Heiligtum zu ereifern, für das Haus Gottes, haben wir es auch zu verteidigen. Das heißt, keine Beschimpfung von Skeptikern, keine Beschimpfung von Befürwortern, in welcher Sache auch immer, sondern im Sinne des Evangeliums handeln. Denn der neue Weg, das war der Titel des Christentums, hatte schweren Aufruhr aufgelöst. Die Menschen können damit nicht umgehen. Da gibt es Leute, die nicht gewalttätig sein wollen, aber doch ihren Mann und ihre Frau stehen. Nehmen wir uns daran ein Beispiel. Und so wünsche ich mit dem Wort Maranatha, komm wieder, Herr Jesus, allen einen gnadenreichen, segensreichen Weg zur ewigen Heimat, zum Himmel. Gerade in der jetzigen Zeit sucht die Gottesdienstmöglichkeiten, die ihr finden könnt und haltet Friede in Liebe zu Gott und dem Nächsten. Betet, segnet und verzeiht im Namen Jesu, denn unser Feind ist nicht der Mitbruder und die Mitschwester, sondern der Teufel. Und so könnte ich noch vieles sagen, doch hört die Vorträge, ist immer der gleiche Spruch am Schluss, die Hörbücher. Dann werdet ihr viel verstehen. Vor allem hört die apostolischen Väter und die Kirchenväter, die ich vertont habe. Es lohnt sich, die zu hören. Denn wissen sie, wie die ersten Christen das Christsein verstanden und lebten und umsetzten?
Und in diesem Sinne segne ich Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit.